Okay. Guten Morgen, wir fahren gleich mit der Bimmelbahn nach Grimaud und schauen uns die Burg an. Auf der rechten Seite, etwas in der Ferne, sehen Sie das Dorf Grimaud und seine Burgruine, welche sich in einer Höhe von 100 Meter über dem Meeresspiegel befindet. Diese Burg wurde im 11. Jahrhundert von den Landherzogen Grimaldi erbaut, um die Bedeutsamkeit des Dorfes zu verstärken und gegen die Angriffe zu Wasser und zu Lande zu schützen. Passing through part of the Grimaud Vineyards. These vineyards produce around 300,000 hectoliters of red, white and rosé Appellation Contrôlée Côte de Provence wine each year. Wir erreichen jetzt die nahe Umgebung von Grimaud. Auf der gesamten Länge dieser Route können Sie typisch provinzialische Häuser entdecken. Ringsumher stehen Korkeichen. Vom Tag der Pflanzung bis zur ersten Qualitätsernte muss man 50 Jahre berechnen. Die weiteren Ernten finden in einem Zyklus von 13 Jahren statt und können bis zu 130 Jahre lang andauern. Die jährliche Korkernte beläuft sich auf ungefähr 1200 Tonnen. Links die Kirche haben Sie eine sehr schöne Aussicht auf den Golf von Saint-Tropez und Port Grimaud. Ja. Vielleicht treffen wir auch wieder eine Katze zu Hause. Ja, die eine, die damals auf dem Autodach lag. Ja, stimmt, da war noch mal ein Wespennest da oben in dem Loch. Hier was aber
Stufe. Dann wird es eine Action-Cam. Achso, Carcassonne. Ich gehe in die Burg. Ah ne, ich leg mich lieber irgendwo hin. Da ist eine Katze. Und sie läuft in das Auto. Die haut ab. Wir haben einen Zug, so wie wir hingekommen sind. Ja. Ja. Ne, die lässt uns hier. So, wir können uns entscheiden. Den Weg oder den Weg. Ich nehme den Weg. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Und ich keuche hier in mein Leben je. Und ich habe bestimmt wieder 5 Kilo mehr. Oh jo. Wir haben auch wieder neue Kunst. Letztes Mal war den Weg darauf irgendwelche Mäuse, glaube ich. Und jetzt haben wir hier so ein Cube aus Bronze oder was auch immer. Eisen. Ranzoomen kann man ja leider nicht. Und das ist mehr. Ja. Genau, die Kaktusse. Und da schmeißen wir Mucki jetzt rein. Ja. Oh. Und Kaktusen. Kakteen.
Oh, ich muss mich gleich ausziehen. Krasse Stufen. Angestrahlt wird es auch bei Nacht. In direkte Beleuchtung. Wir werden kleine Kinder eingesperrt, wenn sie böse sind. Obwohl, dafür gibt es noch ein besseres Verlies. Weiter oben. Ungefähr da. Du bist da hoch? Ja, dann pass mal auf. Mit Kuscheln. Ja, das habe ich gesehen, da kam es auf einmal hochgekrochen. Avec Dudu. Oder avec Kuddle. With Kuddle. Kadde. Da ist das andere Verlies, Mucki, da sperre ich dich jetzt ein. Böse Mama. Die geht da rein jetzt. Es gab ein Fenster. Nochmal Licht. Komm mal wieder. Nochmal Licht. Das ist eine Mühle und davor ist ein Friedhof. Hier auf der Rückseite sind jetzt Holztreppen anstatt Steine. Hier hat man gespart. Oh, ich bin erkältet im Urlaub. Ameisen. Ameisen? Boah. Ameisen. Sogar wieder die mit den Powerköpfen, ey. Ich bin im Schattenspiel. Für komische Spiele. Du kennst keine komischen Spiele. Was ist das? Ist das ein Naturfahrtweg hier oder was? So.
Spinnen laufen allgemein komisch, deswegen sind Spinnen ja auch so hässlich. So, wir gehen jetzt zu dieser Mühle und zum wundervollen Friedhof. Hier in Frankreich ist es anders wie in Deutschland. Hier sind die Toten einfach unter Steinen. Das werdet ihr gleich sehen. Was? Ja, habe ich jetzt auch verstanden. Ich bin so gespannt, wer da tot ist. Ja, dann schauen wir doch mal, liebe Kinder. Wir sind schon ganz gespannt. Riecht nach Tod? Nein, es riecht hier nach Blut. So riecht kein Tod. Tod riecht nach Blut. Ist das hier ein bisschen anders als sonst? Wird doch irgendwie schon eins zusammengesagt. Familie Chanel. Das Holz ist hier nicht, wie in der Bimmelbahn gesagt wurde. Der Inri steht auch hier rum. Was das wohl ist. Vielleicht wurden da im Mittelalter die Köpfe zerquetscht. Damit wurden deine Beine überrollt. Ja. Wir trinken gleich irgendwo was im Städtchen. Das ist eine Petite Barberpappe. Eine kleine. Für den großen Mucki. Macht die Shishi-Blüte wahrscheinlich bloß noch Wochenends auf. Naja, wir haben heute Freitag. Ja, naja, so Wochenende. Freitagabend. Und ich bin krank. Mucki hat gerade von einer ganz lieben Französin, Hilfe, ich klebe, an der Zuckerwatte, ein Angry Bird daraus bekommen. Ja, ich konnte es erst gar nicht glauben. Ich dachte, sie lässt dich erstmal nur streicheln. Ich dachte erst, das ist deiner. Und ich guckte ja immer zu den Automaten. Und dann dachte die, ich geb den Angry Bird dem armen Jungen, der nur einen Kuschel hat, der total zerfranst aussieht. Ich möchte deine Kamera betrieben. Nee. Ja.
Symbole daraus. Keine Ahnung, aber es sieht schön aus, ne? Es ist bunt. Schön bunt. Sind Haufen Sterne. Sind Feuerwerke. Sind Feuerwerke. Sterne. Sind das wirklich Sterne? Ein Herz. Eine Wolke. Ein Kreis. Aber lang das Feuerwerk. Und jetzt ist es gar nicht mehr bunt, jetzt kommt nur noch gelb. Das ist bunt.